Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Suikoden 3. Ich habe beim letzten Mal wahrscheinlich an der übelsten Stelle im bisher gesamten Let's Play aufgehört, weil es eigentlich gerade ultra spannend ist. Wir haben nach Ewigkeiten mal unsere Fahrstühle hier in unserem Anwesen repariert bekommen und haben beim letzten Mal schon festgestellt, dass es mindestens ein Stockwerk gibt, wo sie irgendwas meinte, dass sich hier irgendwelche Dungeons oder Verliese oder keine Ahnung was befinden. Und ich dachte, das wäre jetzt eigentlich schon so dieser Breaking Point. Und jetzt erzählt sie uns, dass es noch einen weiteren Floor gibt, den wir augenscheinlich auch noch nicht kennen. Und Juan, wie wir es hier gerade sehen, der ist genauso überrascht wie ich auch. Und wir gucken mal, wo wir heute jetzt weiter hinfahren und ob wir Eike heute eventuell finden und vielleicht sogar das Kapitel beendet bekommen, denn wir sind schon ewig und 3 Tage mit Thomas unterwegs und ich wette, es könnte heute auf einen Twist hinauslaufen, also so Story-Plot-mäßig, aber wir schauen mal, was passiert. Bin auf jeden, ich bin selten so gespannt gewesen auf ein Part wie jetzt hier heute. Es ist jetzt die 4. Folge, die ich im Anschluss aufnehme, also heute ist an Aufhören auf jeden Fall erstmal nicht zu denken. Ich habe beim letzten Mal ja noch einiges gedeichselt hier mit Trainer und Leveln und Equipment und hast du nicht gesehen. Also eigentlich sind wir, würde ich sagen, ganz gut vorbereitet für das, was hier kommt. Oder auf das, was hier kommt. Uh-oh. This is the bottom floor. Huh? What is this place? I haven't the slightest idea. I never knew this place existed. I found many new places in this castle while I was looking for Eike, but I never dreamt of looking here. Then maybe somewhere deep in here. That's right, maybe Eike is somewhere in this place. But yeah, then is the boss. Yes, maybe. I think we ought to at least check it out. Ho ho ho, well, let's go then. Oh, why not? I did come here to see something unusual, so I might as well go along. Na, noch bist du fest. Was? Bist du fest Teil des Teams, wollte ich sagen. Ist jetzt Sebastian kein Support-Charakter mehr? Piccolo has joined. Hä, was passiert hier? Meine Gruppe war doch eigentlich voll. Ich bin etwas verwirrt. Select Member. Warum ist denn Piccolo jetzt auf einmal drin? Wer ist denn jetzt rausgeflogen? Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Ney ist nicht mehr da. Warum haben wir Ney nicht mehr? Die war da gerade unten. Guck mal, die ist da unten auf der Ersatzbank gelistet, so ausgegraut. Hä, das verstehe ich gerade nicht. Warte mal. No member to replace. Schade eigentlich. What do you want to do? Ich will ihn replacen. Can't remove. Oh nein, ey, jetzt habe ich das letzte Mal oder auch das vorletzte Mal, ich weiß nicht mehr, Piccolo alles entfernt, was der vorher hatte. Der hat nicht mal seine Lightning Rune mehr mit drin. Der ist gerade komplett überflüssig. Also es klingt voll gemein, aber ist so. Okay, ich hoffe, ich kann jetzt nochmal zurück, weil so will ich jetzt Eike nicht konfrontieren, oder? Werden wir jetzt gleich direkt in den nächsten Kampf geschmissen oder was? Dann habe ich auch voll umsonst beim letzten Mal Nays Waffen noch verbessert, wo wir extra nochmal zu Great Hollow gelaufen sind und wie Piccolo nicht mal hochgeheilt ist. Also das ist wirklich ein bisschen frech. Weißt du, wenn der eine Weile abwesend ist und ich den dann wieder zurückhole, ich habe den ja nicht mal aktiv zurückgeholt, dann ist das nicht nett. Punkt. So. Die Order behalten wir jetzt bei. The elevator's working nicely now. Das ist schön für den Elevator. Dann kann er mich ja wieder nach oben bringen. Gott sei Dank geht das. Was ist denn mit der vorletzten Etage? Which floor do you desire? Das ist ja nice. Und so eine Liste gerne auch für Teleportation auf der Weltkarte. Das wäre geil. Hä, aber das ist das, wo ich jetzt gerade bin. Here we are. Watch your step. Ja. Hä? 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 Achso, du kannst damit dann einfach nur signalisieren, dass du aussteigen willst. Okay. Das hier ist aber neu, Sublevel 2, ne? Ey, warte, ich muss gerade kurz überlegen, in welcher Reihenfolge ich jetzt hier weitermachen will. Wir gehen erstmal zum First Floor. Das Spannende heben wir uns für den Schluss auf. Okay, ich nehme erstmal das Unspektakuläre hier in meine To-Do-Liste mit auf, damit wir uns so nach und nach steigern. Aber ich muss jetzt erstmal Piccolo fit machen und ich muss mir einen neuen Support-Charakter suchen und ich muss gucken, wo Sebastian jetzt abgeblieben ist, weil,
Der war immer mein Potsch-Lieferer hier im. Ich habe in der vorletzten Folge, glaube ich, kurzzeitig vergessen, wie die Währung hier lautete. Und jetzt weiß ich es wieder. Jetzt ist aber auch ein bisschen spät. So, genau, Select Member. Wir starten hier. Ach, Gordon ist auch neu. Discount und Trade-in. Dominik gibt uns nichts. Weiß ich nicht, ob uns das vorher schon bekannt war. Billy, Elliot, Potchfinder. Guck mal, Elliot hat sowas auch. Und Treasure Hunt. Okay, Elliot ist mein neuer Lieblingssupporter. Hey, warte mal, irgendeine. Nee, Gordon, Billy, Gordon, Billy. Es sind nur zwei Seiten. Ich habe gerade voll den Knick in der Optik gehabt. Okay, dann wird Elliot jetzt unser neuer Supporter. It will be good if you make use of my nose. Ja, du kannst deine Nase überall reinstecken, wo du möchtest, solange du damit keine Leute belästigst. So, und ansonsten, also nee, würde ich jetzt nicht nochmal um ihr Equipment und alles erleichtern. Ich glaube, ich versuche mit dem aufgezwungenen Piccolo mich jetzt hier irgendwie durchzuwursteln. Das Gute ist, wir haben ja jetzt Gott sei Dank einen Rüstungshändler hier. Das heißt, vielleicht kann ich nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das entscheide ich aber kurzfristig. Ah, shit, ich habe auch, glaube ich, meine ganzen Runen jetzt eingelagert, ne? Oh, das ist alles so dumm. Das ist alles so dumm. Oder holen wir das hier aus dem Lager raus? Ne? Teleportation Magic! Das steht da gerade nicht wirklich. Oh mein Gott, ist es das, wofür ich es halte? Oder ist das einfach nur, dass du dich im Kampf von A nach B portest? Ich kann gerade nicht fassen, was meine Augen hier sehen. Du kriegst das jetzt. Ich habe keinen Bock, nochmal zu Mito zu gehen. Ach shit, aber dann bin ich auch an den gebunden, wenn ich zukünftig vielleicht Teleportation nutzen möchte, ne? Ich habe ich zuletzt auch gar nicht mehr geguckt, ob ich irgendwas einkaufen will, aber so viel Geld haben wir nun auch nicht. Ey, Moment, wie funktioniert das jetzt mit dem Teleportieren? Warte, das muss ich jetzt einmal sehen und verstehen, bitte. Piccolo. Oh nein. Teleports 1v. Nein. Nein. 200 Damage Target in Foes plus Allies in Area. Teleports Foes. Nein. Ich dachte, ich kann mich so irgendwie jetzt teleportieren. Ich will die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich gehe einmal kurz auf die Weltkarte. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt ins Menü komme. Habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert, weil die Notwendigkeit nie da war. Ja, es geht aber. Okay, so. Wenn ich jetzt Teleport nehme. Nee. Vielleicht auf der höchsten Stufe, aber irgendwie glaube ich das nicht. Das ist alles so traurig. Das wäre so eine Bereicherung. Aber, na gut, was willst du machen? So, wir gucken, dass wir ihn vielleicht noch mit Equipment stärken. Bei unserem jetzigen Kontostand ist das eher unwahrscheinlich, aber vielleicht helfen ja auch Kleinigkeiten. Also Piccolo wird mir safe wegsterben. Aber objektiv betrachtet ist das gar nicht so schlimm, weil wir mit Ney auch nicht die allerstärkste Person gehabt hätten, wenn sie nicht rausgekickt worden wäre. Ich frage mich eh, warum Piccolo ausgerechnet diesen Slot eingenommen hat. Ist das Zufall, dass er jetzt Ney ersetzt hat? Bin mir nicht sicher. So, haben wir hier irgendwas Zweistelliges, was nach oben geht? Was ist denn hier los? Achso, das war dieses überteuerte Ding. Wobei bei plus 13 ist das eigentlich okayisch. So eine Damaged Rope könnte ich mir leisten, aber dann hätte ich halt auch irgendwie gar kein Geld mehr über. Aber dann wäre er halt ein bisschen besser geschützt. Hier für 2,8 ginge auch sowas. Oh, schwierig. Ich glaube, ich nehme ihm die mit. Ja, wir machen das jetzt einfach. Ich will nämlich schon. Ey, guck mal, der hat gerade null. Der hat ja gerade gar nichts equipped. Mann, ey, soll ich Ney doch nochmal um ihre Sachen erleichtern? Ich gehe jetzt nochmal zurück, ey, weil das ist ja mega sinnbefreit. Auch wenn dieses ganze Menü hin und her gefrickel nervt, aber da müssen wir jetzt einmal durch. Oder auch nicht. Ich muss da durch. Ihr nicht. Ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt. So, also ich habe Ney jetzt um ihre Sachen erleichtert und kann jetzt mal gucken, ob er irgendwas davon gebrauchen kann. Das sieht schon mal ganz gut aus. Attack geht runter, aber das ist okay.
So, oh Gott sei Dank hat er scheinbar genau die gleiche Kategorie wie Binet. Das macht das hier nämlich gerade alles sehr viel einfacher. Gut, dass ich das Geld da nicht reingepumpt habe. Oh, was habe ich denn da gerade gemacht? Warte mal, ich muss mir hier einen anderen Slot aussuchen. Jetzt. Da können die Boots nämlich rein. Und hier weiß ich gar nicht, was sie als drittes noch mit drin hatte. Wahrscheinlich. Ach, hier Medicine B wird es gewesen sein. Genau, weil die stärkere Medizin, die habe ich ja vorher ansonsten, glaube ich, eingelagert. So. Okay, dann sind wir, glaube ich, jetzt ready. Sollte ich das nochmal abspeichern? Ich habe jetzt bei den Runen und sowas alles nichts mehr angepasst. Das ist mir jetzt zu aufwendig. Vor dem Hintergrund, dass ich Piccolo halt direkt wieder rauskicke, sobald wir hier durch sind. Aber ich speichere lieber nochmal. Und übernachtet habe ich jetzt auch nochmal. Das heißt, Piccolo ist jetzt wieder mit maximaler Gesundheit unterwegs. Und jetzt kommen wir endlich zum spannenden Part, wenn mir auf halber Strecke nicht wieder irgendwas anderes noch einfällt. Aber eigentlich sollten wir stark genug sein. Ich glaube, Piccolo hat sogar auch seine Waffe auf das Maximum abgegradet. Kann ich das ja eigentlich irgendwo sehen? Müsste man doch eigentlich. Wo sehe ich meinen Waffenlevel? Sie hat Level 8. Er hat nur Level 6. Ach so, aber... Und er hat Level 9? Hä, aber 6 ist, glaube ich, der Standard. Ja, wenn Juan nämlich 6 hat, dann... und Celine auch. Ja, 6 ist Standard. Das heißt, Piccolo ist aktuell auch auf dem höchsten Stand. Looking for missing Eike, who has not been seen in a while. Okay, das heißt, der chillt da jetzt einfach unten und kann uns deshalb nicht mehr supporten oder was. Aber eigentlich verfolgen wir doch das gleiche Ziel. Na gut, egal. Ich werde jetzt erstmal dieses Sublevel hier einmal in Augenschein nehmen. Sie hatte beim letzten Mal ganz am Ende auch irgendwas von Dungeons erzählt, auch im Plural. Also irgendwas. Hä? Nee, das kennen wir doch. Hier ist doch Mito. Ich sehe, ich verstehe meinen Fehler. Nee, Mito ist hier nicht. Ah, er ist aber wieder zurück. Moment, den vergesse ich jedes Mal. Investigation. Jetzt müssen wir nämlich mehr Informationen zu Eike haben. Das ist vom Timing her vielleicht gerade ganz gut. He sleeps with his eyes half open. Was sind das für Informationen? Und warum ist Inquiry 1 immer noch? Müsste da jetzt nicht Inquiry 2 stehen? Ich glaube, dieser Notizzettel, der füllt sich einfach immer weiter, oder? Oder habe ich gerade einen Logikfehler? Warte mal, ich guck mal kurz, ob wir ihn jetzt hier noch auswählen können. Hä? Hier, da ist er doch noch. Ich wollte gerade sagen, da haben wir es. 350, jawohl. Ich möchte mehr Infos haben. Ich hätte sie gerne alle beisammen, bevor wir ihn jetzt konfrontieren. Aber wer weiß, was zwischenzeitlich noch passiert. Vielleicht stellen wir am Ende auch fest, dass er flieht. Oder vielleicht ist er am Ende der End-Endboss. Ja, ich habe zwischenzeitlich scheinbar vergessen, dass dieser Gefängnisbereich hier ja zwei Etagen auch hat. Ich habe das so gedanklich beim letzten Mal in einem verwurstelt und das wird der Sache nicht gerecht. Okay, Leute, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt geht's hoffentlich ab. Ich hätte auch nichts gegen einzuwenden, wenn wir vorher hier noch ein bisschen Dungeon und so hätten. Oha, da ist Lucifers Höllenschlund. Habe ich beim letzten Mal mir schon meine Gedanken zugemacht? Oh, neue Gegner. Hauptsache, wir haben hier gepierste Schmetterlinge. Die haben, glaube ich, gerade einen fetten Ring durch ihre Nasen gezogen gehabt. Okay, so, warte mal. Überlegen, überlegen. Ey, die Chonchons, die kennen wir aber. Aber die hatten wir noch nicht mit der Thomas-Gruppe. Die kennen wir aus irgendeinem anderen Chapter. Oh, da waren die richtig nervig. Die waren auf diesem Wanderweg. Da, wo wir auch mein bis dato Lieblingsboss bekämpft haben. Ich habe wieder ein bisschen Erinnerung. So, hier nehme ich jetzt mal die Rose. Und hier. Oh, ich würde sagen, wir werfen alles in eine Waagschale. Ich habe jetzt nicht den dritten noch angegriffen. Ist er tot? Ist der Chonchon gerade gestorben durch den Huan-Angriff? Ich habe es nicht gesehen. Das hier, das feiere ich so hart. Die Animation ist zwar ein bisschen lang, aber ich finde, das ist bisher auch die mit Abstand spektakulärste.
Herr Augustin, ey, auch diese Musik dazu im Hintergrund. Jetzt bin ich auf den Schaden gespannt. Oh, ein Damage, ja, das können wir gerade noch so vertragen. Geil wäre halt, wenn die uns gar nicht gefährlich werden würden und ich nach der Begegnung mit denen niemals heilen müsste. Das ist eigentlich mein Wunschszenario. Ich habe hier, glaube ich, aber auch gerade ein bisschen dick aufgetragen. Ich glaube, die allerstärksten Angriffe hätte ich jetzt hier nicht rausballern müssen. Beim nächsten Mal versuche ich es mit Autokampf. Auch wenn es viele gibt, die das nicht mögen, aber ich will einfach nur so ein bisschen gegenüberstellen, ob das eventuell genauso effizient ist. Ich habe auch ein bisschen Angst vor denen, weil die haben mit irgendeiner Zustandsveränderung kamen die um die Ecke. Ich weiß aber nicht mehr, welche das war. So, jetzt einfach mal ein bisschen mitzählen. Also, ja, Juan hat einen Alleingang geschafft. Ja, guck mal, die sind ja voll One-Hit. Die sind ja voll easy. Warum genau hatte ich jetzt so einen Schiss vor denen? Ich weiß nicht. Also nie wieder werde ich bei denen hier auch nur ein Skill einsetzen. Oh, oh. Hallo? There is a fork in the corridor. Yeah. Sure is. How about we take the one on the right first? Nein, ich bin doch ein Linksläufer. Let's just make this quick. We can check them both out by splitting... Nein! Oh, da verschlägst du mir glatt die Sprache. Nein! We can check them both out by splitting into two groups. You and Cecile go that way and me and the old man will check out the other. Was ist mit den anderen beiden? But... I just want to get this over with. Come on, let's go, old man. Ho, 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 stop calling me old man. I am the great fortune teller. Ja, aber der great fortune teller kann ja auch ein old man sein. I don't care how great you are. Let's just go. Aber ich würde auch nicht so genannt werden, glaube ich. Weiß ich nicht. Auch wenn ich da sehr neutral bin, weil es ist halt Fakt, dass er alt ist, ne? Fine with me, this way then. Was ist mit dem Rest? There's nothing to be worried about, Thomas. I will go along with you. I'll be right behind you. Ich will nicht auf Mel verzichten. I'm game. Here we go. Egal, was da auf uns wartet, das wird den Schwierigkeitsgrad massiv pushen. Auch ohne Augustin. Juan has left. Piccolo has left. Okay. Wenn ich das richtig sehe... Dann sind Augustin und Mel jetzt beide noch in der Cecile-Thomas-Gruppierung mit drin. Kann ich da auch jemanden rausnehmen? Weil ich würde Mel und Augustin gerne verteilen auf die beiden Gruppen. Ich überlege nur gerade, wie das, wenn das überhaupt geht. Warte mal. Ich kann sie nicht rausnehmen. Ach so, ich werde wahrscheinlich Juan und Dings auch gar nicht spielen. Ich glaube, ich werde die nicht spielen und deswegen... Bin ich jetzt mit dieser Gruppe hier unterwegs? Weil ich kann nur die Order anpassen. Ne, dann lasse ich das so. Ich glaube nicht, dass Mel und Augustin irgendwie eine Combo-Attack hätten, oder? War das dumm? Die Formation kann ich immer noch anpassen, aber ich habe, glaube ich, mehr Züge, wenn die einzeln angreifen. Und kann den Gegner besser umrunden. Oder habe ich hier gerade einen Logikfehler? Ich weiß es nicht. Okay, aber das heißt, ich kann die andere Seite dann vermutlich nicht aufsuchen. Thomas, that isn't the way. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte nur deine liebliche Stimme nochmal hören, Cecile. Hä? Ich habe gerade voll das Orientierungsdefizit. Ja, das war klar. Das war aber auch schuldeigene. Sollte aber nicht schlimm sein. Wenn alle jetzt nämlich treffen... Ja, guck mal, die sind gerade als... Ach nee. Das sah so aus, als wären die in Kombination gerade auf einen Chonchon zugelaufen. Also Mel und Augustin. Dabei sind die ja in verschiedenen... Verbänden quasi drin. Also, beziehungsweise bilden ihren eigenen Verband jeweils ab. Auch wenn man das bei Einzelpersonen dann auch nicht mehr Verband nennen kann. Aber ist auch Wurst. So. Am Anfang wollte ich noch ein bisschen rummosern, dass mir eine Karte fehlt. Aber solange dieser Ort so linear bleibt, diese Abzweigung war gerade ultra einfach zu übersehen. Mich würde schon interessieren, ob Dings und Dings eine... Combo zusammen hätten. Aber die haben doch inhaltlich gar keine Überschneidung. Und die kommen aus unterschiedlichen Regionen. Zumindest wenn ich daran zurückdenke, wo ich die rekrutiert habe. Hä? Bin ich jetzt in dieser komischen Abzweigung drin?
Ey, das ist ja voll weitläufig. Ich dachte, ich hätte jetzt hier eine kleine Schatzsackgasse oder so. Ach nee, hier führt kein Weg rechts lang. Das war gerade, sah gerade so angedeutet danach aus. Ich frage mich gerade, ob die Kämpfe mir hier überhaupt irgendwas bringen. Ich glaube, das summiert sich schon ganz gut auf. Was so Geld und SP angeht. Warte mal, ich verliere nichts. Nee, okay. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich flüchten soll. Aber das ist eigentlich... Warte, guck mal, das läppert sich. Nee, nee, wir kämpfen hier mal weiter. Ey, Leute, ich glaube, ich habe mich jetzt fälschlicherweise für den richtigen Weg entschieden. Nein! We've come to an open space. Shh, be quiet, Thomas. Look over there. Eike, bist du das? Ich sehe nur Dunkelheit. Who could be hiding in such a place? Hard to believe anyone would. Perhaps Eike has been kidnapped and is being held for ransom. Dear me, another cost we don't need. well, I don't know about that. Ich glaube nicht, dass den jemand gekidnappt hat. Come on, Thomas, we'll charge them. Wait a minute. Don't worry, here. Hä? Das sind unsere eigenen Leute. Moment. Ich habe Piccolos Hose, glaube ich, gerade erkannt. Ja, super. Ey, wir sind echt die klügsten Deppen ever. Auch wenn kluger Depp ein Paradoxon ist. Cecile, what are you trying to do? Juan and Mr. Piccolo. What do you know? Both corridors converge here. Ho, ho. Wir hatten aber noch einen Weg. Ey, ja, was war denn das für ein kurzer Trip jetzt? Ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm mit denen. Jetzt werden die Gegner wahrscheinlich auch wieder stärker. Wobei wir in großer Gruppe auch keine stärkeren Gegner angetroffen haben. Von daher passt das schon. Ist alles so wie vorher? Nein. Fast hätte ich es übersehen, aber so wäre die richtige Reihenfolge. Wobei, eigentlich könnte ich es auch tauschen. Die Konstellation hatte ich nämlich noch nicht. Wer weiß, vielleicht ergeben sich daraus neue Combos. Ist das, was Mel immer gemacht hat, war das auch eine Combo? Nee, das war ihre eigene Special Attack. Ich lasse das mal so. So. Ist jetzt hier der richtige Weg? Ich würde trotzdem vermuten, ja. Ich laufe jetzt mal nochmal zurück. In dem Gebiet stört mich das gerade überhaupt nicht. Ach, die gibt es ja auch, aber die kennen wir schon. Aber vielleicht geben die ein bisschen mehr als die anderen und wir kriegen hier, keine Ahnung, Level-Ups oder so. Die sind zuletzt ein bisschen Mangelware geworden. Liegt aber auch wahrscheinlich daran, dass ich durch meine Offscreen-Level-Sessions hier auch, das glaube ich, ganz gut geboostet habe. Von daher ist nicht schlimm. Hauptsache, wir kommen smooth weiter. Genau, hier habe ich nämlich die Abzweigung nach links genommen und hier geradeaus, der Weg ist noch offen. Ich hoffe, dass das nicht der richtige Weg ist, weil wir haben noch den, aus dem Piccolo und Juan vorhin kamen. Wobei, ich könnte theoretisch sogar jetzt fast nochmal ganz zurückgehen und die Gabelung einfach entlang laufen. Das sollte man mir eigentlich nicht mehr verhindern oder unterbinden. Hier gibt es aber auch manche Ecken. Da siehst du echt nicht durch, ob du da langlatschen kannst, ne? Das ist... Ich werde mich jetzt mal wieder ein bisschen die Wände entlang kuscheln. Ich bin gerade am Überlegen. Weil ich finde, von der Gabelung aus zu starten, also nicht da, wo die Szene gerade war, sondern wo wir das erste Mal getrennt worden sind, hätte den charmanten Vorteil, dass ich so einen straighten geradeausweg habe. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn wir den Punkt wieder erreichen, wo das Team zusammenkam... Das erkennt man ja direkt, weil das ja schon relativ auffällig war. Und guck mal, so weit liegt das gar nicht zurück. Ne, ich glaube, das war eine gute Entscheidung. So. Und ich glaube, selbst wenn ich hier irgendwie so einen Weg, so einen Rechtsabbieger oder so übersehe, wird das tragisch sein? Was soll da sein? Du hast hier keine normalen Schatzkisten. Die dann besonders wertvoll sind, die kamen immer nur nach Bossen oder nach irgendwelchen... Quest- oder Missionsabschlüssen. Hier, wenn ich jetzt nach links laufe, komme ich wahrscheinlich wieder zu der Klippe. Nee. Hä? Okay, Moment. Das ist eine Sackgasse. Allerdings ohne Schätze, wie vermutet. Das ist genau das, was ich gerade meinte. Ah. Shit, ey. Nicht, dass wenn ich da weitergelaufen wäre, die Sackgasse mit irgendeinem Schatz gefunden hätte.
Ich hoffe, dass wir jetzt hier im nächsten Screen gleich nochmal eine Abzweigung haben und die eine uns zurückführt. Ansonsten muss ich den ganzen Weg nochmal zurücklatschen, aber das könnte ich ja gegebenenfalls abkürzen. Das werden wir dann sehen. Mit Medizin geizen die auf jeden Fall nicht. Ich finde es gerade sehr, sehr angenehm, dass das Spiel sich gerade nicht mehr so schwer anfühlt und ich... Hä? Ich jetzt zurechtkomme. Jetzt habe ich aber wirklich keinen Weg mehr. Ach doch, hier rechts? Ah ne, hier ist aber auch Sackgasse. Hä? Okay, irgendwas muss ich übersehen haben, oder? Ich muss die Sharon Shizu nochmal befragen. Vielleicht hat die noch eine Idee. Aber... Hä, Moment. Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Da war gerade doch noch ein Weg. Nämlich hier. Weil ich kam von links. Also zuerst kam ich von rechts, dann von links. Und das hier muss dann der richtige Weg sein. Hier kommt bestimmt auch gleich ein Speicherpunkt. Hey, what's that sound? Cecile, try to control your charging instincts, will you? Oh, alright, I'm sorry, I was wrong before. Anyway, let's go in. Are you sure this is safe? There could be some double-headed serpent down here that's really, really hungry. Oh, only one way to find out. Der hat die Chilligkeit auch gepachtet, ey. Ob den überhaupt irgendwas auf der Welt aus der Ruhe bringen kann, ich glaube nicht. Ich glaube, hier wird jetzt auch der Gegner mal zum Zuge kommen. Es sei denn, Serpent ist auch One-Hit. Nee. Aber wir sind ausgewichen wie geschmeidige Kätzchen. Also jetzt gerade fühle ich mich doch schon sehr unbesiegbar, muss ich sagen. Weil, guck mal. Haben wir hier überhaupt schon Schaden gefressen in irgendeinem Kampf? Ich glaube, von diesen Chonchons oder wie die heißen, da hatten wir mal ein Damage-Pünktchen abbekommen gleich am Anfang. Oha. Das ist aber nicht Eike. Oder? Eike! Doch. Ach doch. Wir haben die großen Augen gerade gefehlt. Well, I see everyone's all here. Have you come to read as well? What are you talking about? You've been gone for weeks now and... we were worried, so we came looking for you. Oh, bother. Didn't mean to put you on alert. I lose track of time when I'm down here. Well, thank goodness you're all right. Do you come here often just to read? Yes, it's quiet and cool down here. Most importantly, kids don't come around much. Taking the time to read books is my favorite thing. I've got to get back now, but please feel free to use this space anytime. Okay, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass das hier der Ausgang ist. Also der Outcome. Ausgang im Sinne von Outcome. Die Sitzkissen, die sahen voll gemütlich aus, die da lagen im Hintergrund. That guy is weird. Ja, du aber auch. But I'm sure glad that he's okay. Besides, now we've solved the mystery of his occasional disappearances. That's right. Well, I suppose we should get going. Thomas? What is it, Mr. Sebastian? Don't you wonder how he got down here in the first place? Sehr guter Gedanke. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der muss ja hier runtergekommen sein, bevor die Fahrstühle wieder instand gesetzt worden sind, beziehungsweise der eine. Ah, ich dachte jetzt, das Gespräch ist schon vorbei. Hey, diskutiert doch mal darüber. Brainstormt mal. Okay, das ist interessant. Dieses Kapitel mit dieser Frage in den Raum zu werfen. Also Eike ist definitiv noch nicht raus. Der ist definitiv nicht der einfache Bücherwurm, der ab und zu mal runtergeht, um im Keller sein Buch zu lesen. Ey, voll schade eigentlich. Ich habe die Gruppe jetzt schon wieder voll lieb gewonnen. Es geht mir eigentlich jedes Mal so, wenn ein Kapitel zu Ende ist, aber was willst du machen? Wir haben jetzt überall Kapitel 1 beendet, ne? War ich mit Hugo nicht auch schon mit Kapitel 2 durch? Ja, genau. Stimmt, ich wollte nach dem Abschluss eigentlich zu Chris weiter wandern. Und dann tauchte auf einmal Thomas hier auf. Aber ich könnte mit Thomas auch weitermachen. Ich bin ja auch bei Chapter 2.
Boah, das ist ja schwierig. Ich glaube, wir ziehen durch, oder? Also, wenn ich alleine spielen würde, würde ich Thomas wählen. Fürs Let's Play wäre Chris für ein bisschen Abwechslung vielleicht ganz gut. Andererseits, wenn ich dann wieder Chris auswähle, fange ich wieder komplett von vorne an und bei Thomas bin ich gerade voll in der Story drin, voll im Team drin. Ich glaube, ich nehme ihn jetzt ein. Warte, ich guck mal kurz, was hier in der Bio-Zusammenfassung steht. Chapter 1. Young Thomas, who comes from an unknown land, obeys his father's orders to become the lord of a declining castle. Although he is not acquainted with the unruly inhabitants of his new home, he gradually becomes fond of them and the castle. When he learns that the castle is financially hindered, he makes a proposal to freely rent to the merchant's castle property, which stands on land jointly owned by Saxon and Grassland. Thomas and his friends visit nearby towns and villages to recruit tenants, hoping to return the castle to its previous prosperity. Es ist wirklich, für mich ist gerade Hauptantreiber, dass ich wissen will, wie das mit der Story weitergeht. Ich save aber vorher, glaube ich, nochmal. Ich hoffe, man kann sich hier nichts verbauen, wenn man falsche Reihenfolgen auswählt, wie man die Chapter spielt. Aber ich stehe hinter meiner Entscheidung. Ich hätte es, glaube ich, bereut, wenn ich jetzt mit Chris weitergespielt hätte. Good morning, Thomas. Ich wette, ich muss mein Team wieder komplett neu zusammenstellen. Good morning, Thomas. Today you have to attend to the house yourself. Oh, okay. I'll do my best. Good luck. See you later. Also Thomas Chapter 1 war, glaube ich, bisher auf jeden Fall das umfangreichste Kapitel. Not sure what more I have to do besides keep a Journal? Journal? Ich weiß nicht. Schwieriges Wort, auch wenn es eigentlich so simpel ist. Ey, das war so klar. Das ist nämlich, glaube ich, zu Kapitelbeginn immer so, dass du irgendwie so nackig und alleine bist. Okay, also in der Zwischenzeit hat sich hier auf jeden Fall nicht viel getan. Ich bin jetzt gar nicht im Nebenraum gewesen. Einmal kurz reingelunzt, aber eigentlich sollte jetzt hier nicht viel groß anders sein, weil wir spielen ja quasi nahtlos weiter. Außer, dass wir jetzt um diese merkwürdige Begegnung mit Eike reicher sind und uns Sebastians Frage immer noch keiner beantwortet hat. Eigentlich würde ich an deren Stelle wäre mein erster Impuls, mit Shizu nochmal zu sprechen und sie zu fragen, ob sie vielleicht irgendeine Erklärung hat. Weiß ich nicht, so Bauchgefühl sagt, das wäre das Beste. Ach, mir fällt gerade ein. Augustin sollte eigentlich die letzte oder vorletzte Folge introducen. Aber ich bin dann offscreen, glaube ich, zu Vinay der Sechse gegangen, um Melville zu finden. Das war der Grund, warum das nicht zustande kam. Hey Friend, isn't this a beautiful castle? The people, the buildings, you, everything here is dazzling. Hat er uns gerade ein Kompliment gemacht? Ich weiß nicht. Oh, ich bin gerade voll gegens Kabel gekommen, ey. Krieg schon wieder Schweißausbrüche. Mir ist das nämlich schon mal passiert, dass ich während der laufenden Aufnahme, ich weiß nicht mehr, welches Let's Play das war, aus Versehen irgendwo scheinbar einen lockeren Stecker mit dem Fuß rausgezogen habe und dann alles zusammengekracht ist. Obwohl, ich glaube, das war sogar mal. Oh, das ist neu. Ich glaube, das war sogar ein Stream und kein Let's Play. Wisst ihr, was mich irritiert? Die letzte News, da stand oben rechts eine 10 und jetzt steht da eine 11. Aber das ist die dritte News, die ich jetzt erst lese. Habe ich zwischen 1 und 10 so viele verpasst? Ich kann mir das nicht vorstellen. Egal. Thomas feigns eating Cecile's food. A born sweet lover's tragedy. Recently, Master Thomas fainted after eating a lunch made by Cecile. It was revealed that Thomas, who was working hard, received a... Das kennen wir schon. You'd better know the taste of the person you make lunch for. Das kennen wir schon. Hä, warum ist denn nicht das Aktuellste immer dran? Switcht das immer mal wieder? Also vermutlich, aber ich finde das... Hä? Okay, das ist mit jedem Mal, wo ich mich entferne, ändert sich das. Das war scheinbar auch falsch, was ich gesagt habe, weil oben rechts, das ist die News 12 und nicht die News 10, wie ich sie gerade eben betitelt habe. Jetzt kommt die ganze Zeit die 12. Verstehe ich nicht. Vielleicht wirst du nach dem Kapitelwechsel immer noch mal die Möglichkeit bekommen, alles noch mal durchzulesen. Ich habe keinen Plan. You make my job so easy. Ja, alles klar. So.
Hier könnten wir noch eine Runde spielen. Was sagt unser Geld? Ach, der Eike ist wieder da. Hab ich mich gerade erschrocken. Mann, Eike, ey. Irgendwas ist mit dir doch. Books should be read quietly. Gibt's hier neue Bücher für uns? Nee, das sind die drei, die wir auch beim letzten Mal schon lesen konnten. Schade eigentlich. Ey, auf so ein Spielchen hätte ich ja schon ein bisschen Bock, aber nicht ohne vorher zu speichern. Und speichern ist ja hier auch nicht gleich um die Ecke. Du hast hier halt irgendwie, auch wenn wir jetzt einen Elevator haben, der funktioniert, das ist trotzdem irgendwie immer mit Lauferei verbunden. Ich überlege es mir. Ich glaube, eine Runde, da werde ich mich mal zu hinreißen lassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass du für jeden Wetteinsatz einen anderen Preis auch bekommst am Ende. So, hier hätte ich jetzt fast damit gerechnet, dass irgendeine Cutscene erscheint. Wo ist denn jetzt die Shizu eigentlich? Warte mal, hier war so ein einzelner Raum. Da können wir auch noch mal kurz reingucken. Ich dachte eigentlich, dass in Chapter 2 hier mehr Veränderungen wären so. Aber bisher scheint alles sehr, sehr ähnlich zu sein. So, warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Achso, ja, ich wollte wegen dem Elevator mal gucken. Aber dadurch, dass ich jetzt sowieso alle Ebenen nochmal durchschreite, brauche ich den eigentlich gar nicht. Außer um auf die untersten Ebenen zu kommen, klar. Weil da kommen wir ja zu Fuß scheinbar nicht hin. Er sagt auch nichts Neues. Also ich muss jetzt auch nicht nach neuen Leuten, glaube ich, Ausschau halten, weil da sind wir soweit ganz gut im Bilde. Aber zum Beispiel die Frage, wo sich jetzt Shizu aufhält, die könnte überall und nirgendwo sein. Ich fahre jetzt doch mal nach unten. Ach so, sie ist die ganze Zeit hier. Als ob wir eine Betreuerin für so einen Fahrstuhl bräuchten. Ist eigentlich nicht notwendig. Achso, warte mal, hier muss ich noch mal kurz hin wegen Kit. Der wird ja jetzt neue Infos für uns haben wegen Eike. Da hatten wir zuletzt ja auch ein bisschen was an Geld in die Hand genommen. Wo ist er denn? Bin ich hier falsch? Nee, ich bin hier richtig. Da haben wir ihn. Hau hau, Investigation, I'm your man, bla blub. Ich glaube, du musst erstmal ein bisschen älter werden, um ein Man zu sein. He doesn't turn when he sleeps. Ey, was sind das für merkwürdige Informationen? Was ist das? Liegt das jetzt an Eike oder bekommen wir generell immer nur so komisches Zeug hier vermittelt? 400. Go for it. Es kann wahrscheinlich einmal die ganze Liste voll werden. Wobei, man kann hier auch blättern. Also, vielleicht geht da noch mehr am Ende. Ich gucke noch mal kurz, ob irgendwas passiert, wenn ich jetzt die unterste Etage aufsuche. Ob dann vielleicht irgendwie Leute sich miteinander austauschen. Ich sollte hier aber nicht allzu viel machen, weil ich bin immer noch alleine. Ich glaube, Thomas kann hier im Alleingang wenig bis gar nichts reißen. Okay, so, lass mich kurz überlegen. Wir gehen jetzt einmal hier hin, bauen unser Team zusammen. Und dann hoffe ich, dass wir hier irgendeine Cutscene oder irgendwas haben werden, was uns einen Indikator dafür mitgibt, wo wir denn als nächstes hin sollen. Denn jetzt gerade fühle ich mich noch ein bisschen verloren. Und Karten spielen wollte ich eventuell noch. Das gab es auch noch. So, aber erstmal Team zusammenstellen, falls wir hier aus heiterem Himmel wieder in irgendeinen Kampf geschmissen werden oder so. Vielleicht sind auch neue Punkte auf der Weltkarte offen. Durch den Chapterwechsel kann das ja theoretisch sein. It looks like Branky's sleeping. Ja, besser ist. Der soll ruhig so lange schlafen, wie es ihm beliebt. Habe ich gar kein Problem mit. Jetzt wirst du in Chapter 2 bestimmt aber auch wieder neue Leute rekrutieren können. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt in jedem Chapter nochmal alle Gebiete ablaufen will. Ich glaube, davon werde ich Abstand nehmen. Das wird ja komplett den Rahmen hier sprengen. Mir fällt gerade ein, ich muss noch Piccolo umdingsen, wenn ich in mein eigenes Team wieder zurückwechseln will. Denn ich hatte ja alles von Ney an ihn übergeben. Unequip all. Und genau wegen solchen Sachen ist es ganz gut, dass ich das jetzt hier weiterspiele, weil das hätte ich jetzt, wenn ich jetzt zig Parts aufgenommen hätte, abseits dieses Kapitels, hätte ich mich niemals dran erinnert. Niemals nicht. So, dich removen wir einmal, damit du dein
gebrechlichen Rücken ein bisschen erholen kannst. So, ich könnte auch Mel und Ney mal zusammenpacken, um einfach zu gucken, ob sich daraus neue Kombos vielleicht ergeben. Dann müsste demzufolge Juan hier reinkommen. So, Thomas müssten wir einmal nach unten schieben. Langsam komme ich auch mit den Menüs ein bisschen besser zurecht. Aber ich nehme heute auch für meine Verhältnisse schon sehr lange auf. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen der Routine geschuldet. So, ah, Shizu ist als... Kam dieses Fenster, dass sie sich unserem Team anschließt? Ich glaube, das kam sogar schon, bevor sie überhaupt anfingen, an den Fahrstühlen zu arbeiten. Ich glaube, das liegt einfach ein bisschen weiter schon wieder zurück. Shizu so als... Ach, Eike geht auch. Appraisal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das dann aus dem Menü heraus vielleicht machen kann. Aber ich wüsste nicht, wo. Vielleicht müsste ich da mal ein bisschen in die Tiefe gehen und gucken, wo hier was geht. So, warte mal, Elliot oder Sebastian? Stand Sebastian hier überhaupt zur Auswahl? Der ist hier gar nicht mehr drin, ne? Aber das ist okay. Solange Elliot nämlich den Potchfinder auch mit drin hat. Er hätte eh den Vorzug bekommen, wegen dem Treasure Hunt, der da noch on top dazu kommt. Von daher alles unproblematisch, würde ich sagen. Jetzt ist aber mein heiß ersehnter Bosskampf doch nicht zustande gekommen. Schade eigentlich. So, dich müssen wir jetzt erstmal ein bisschen aufpimpen. Das sollte aber nicht das Thema sein, denn ich weiß ja so halbwegs noch, was ich hier tue. So, Equip, Party-Items, Boots runter, Equip, Party-Items, Gloves runter, Equip, Party-Items, warte, Medicine, die B-Ausführung. Genau, ich glaube, so wollte ich sie haben. So ist sie aufgestellt. So muss das sein. Ich bin gerade voll lost, ey. Ich kann mich gerade irgendwie nicht entscheiden, in welcher Reihenfolge ich was machen will. Ach so, ich wollte noch mal Karten spielen. Moment, mit dem zweithöchsten Wetteinsatz. Vorher aber speichern. Und nett wie ich bin, habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen abgekürzt. Auch wenn das vielleicht zulasten der Videolänge geht. Wir werden sehen. Yes, wir wollen noch mal eine Runde spielen und kommen diesmal mit noch mehr Ambition um die Ecke. Shall we start? Play a hand. How much you bet? Okay. Boah, das sind schon 2000. Ich dachte, der nächste Schritt wären 1000. Hatte ich falsch in Erinnerung. It seems like you're pretty confident in your skill. Which do you want, hearts or spades? Ich wechsle immer ab. Ich nehme jetzt diesmal hearts. Okay, I'll take spades then. Here we go. So. Bei der 6 bleibe ich mal bei der... Wer kriegt die jetzt? Hat jetzt keiner bekommen? Warum ist sie nach oben gewandert? Das sieht für mich aus, als hätte der Gegner jetzt den Vorteil. Ich hoffe, ich deute das nur falsch. Jawohl. Die gehört zu uns. Ah! Das ist interessant gelöst. Wenn ich es richtig verstanden habe, bleibt die erstmal auf on hold und der Gewinner der nächsten Runde kriegt die Karte dann auch. Oder interpretiere ich da mehr rein, als eigentlich hintersteht? Ich weiß nicht. So, die 8 hat wieder gereicht. Perfekte Runde bisher, würde ich sagen. So, hierfür kommt die Queen. Bitte hol nicht den King raus. Natürlich holt er den King raus. Aber damit hat er seine stärkste Karte auch schon verbraten. Von daher... So, hier spiele ich jetzt mal mit der 6 und gehe ein bisschen höher. Ah, guck mal, als hätte ich es kommen sehen. Perfekt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ass... Das Ass muss doch irgendein Ass im Ärmel haben. Das muss doch irgendeine Sonderstellung haben. Guck mal, wie ich den immer ganz knapp seine Karten vor der Nase wegschnappe. Genau, das ist eigentlich auch immer mein Wunschszenario. Eigentlich hätte ich hier den König rausballern können, wobei das ist gar nicht nötig. Weil die Queen kam schon und der Joker kam schon, glaube ich. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich gar nicht mehr so hochwertige Karten, auf die ich es eigentlich absehen müsste. Hier probieren wir es mit der 4. Gleichstand. Okay.
Ah, nee, die Queen war scheinbar noch nicht. Oder die Karten können auch mehrfach kommen, keine Ahnung. Jawohl. Ah, den ziehe ich hier richtig ab. Das läuft ja besser als in der allerersten Trainingsrunde. Und schon wieder ein Sieg. Geil. Ey, vor allen Dingen, weil man hier so einfach an Potsch auch kommt. Das ist voll gut. Das ist echt gut. Hey, grab your winnings. Dankeschön. Gloves of Destiny. Das klingt mega episch. You want to play another hand? Nicht heute. Aber ich mag das Spiel, weil ich mit dem keine Probleme habe. Das ist so untypisch irgendwie. Oh, jetzt bin ich sehr gespannt auf die Handschuhe. Zeig her, zeig her, zeig her. Wir wollen sehen, wir wollen sehen. Hoffentlich kann das überhaupt jemand tragen. Das ist ja in dem Spiel immer nicht so standardmäßig gegeben. Defensive plus 9. Ach, das ist ein Set. Deswegen auch of Destiny. Was ist das hier, Mann? Ich will das hier einsetzen. Das nervt mich. Ich habe da dringendste Verwendung und kann aber nichts machen. So, plus 9, plus 8, plus 9, plus 8. Bei Juan macht mich das am meisten an, weil ich hier den größten Sprung ohne Verluste sehe. Deswegen kriegt er das jetzt auch. So, warte mal. Ich muss in ein anderes Menü, glaube ich. Hier, Juan. Mit was hatten wir das verglichen? Zwei Gloves kann er, glaube ich, gar nicht tragen, oder? Cannot equip. Ja, das eine muss also das andere ersetzen. Das ist okay. Oder hat er das jetzt verglichen mit der Medicine? Ah, das ergibt ja auch keinen Sinn. Weil wegen zwei Gloves und so. Ja, ja, nee, das hier hat schon seine Richtigkeit. Alles klar. So, dann ist er jetzt mit einem Set-Item gesegnet. Mann, oder soll ich noch die letzte Runde spielen? Weil das ist, scheint ja irgendwie ganz geil zu sein, was man hier als Belohnung kriegt. Und ein bisschen interessiert euch bestimmt auch, was es dafür gibt, oder? Ich gehe mal schnell speichern und dann versuchen wir den nochmal mit den 5000 abzuziehen. Aber ich wette, da wird der Schwierigkeitsgrad ein bisschen anders gelagert sein. Dafür rechne ich aber auch mit so einer richtig, richtig fancy Belohnung. Also enttäusch mich nicht. Aber eigentlich hast du mich bisher noch gar nicht enttäuscht. Ich mag den Billy. Auch wenn ich immer so ultra skeptisch bin. Warum habe ich nur 6000 Cash? Kann es sein, dass du beim ersten Sieg immer einen Sachpreis bekommst und später dann, keine Ahnung, das Geld auf dein Konto? Boah, will ich jetzt mein ganzes Cash dafür ausgeben? Ja, will ich. Jetzt bin ich nämlich zu neugierig. Ich hoffe auch, dass, der Preis, den man gewinnt, das ja auch im gesunden Verhältnis zu dem steht, was man hier investiert. Jetzt habe ich den Text gerade gar nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob der anders war. Jetzt nehmen wir mal die Spades. Aber mit den Hearts sind meine Runden irgendwie immer safer. Bei meiner letzten Spade-Runde hatte ich das Gefühl, dass es nicht so geflutscht hat. Hier nehme ich mal 5, weil der mich ständig... Ja, genau. Genau das ist nämlich das letzte Mal auch passiert, als ich Spades genommen habe. Kann es sein, dass der Schwierigkeitsgrad dann höher ist oder ist es immer nur Zufall? Ich weiß nicht. Ich mache einfach alles so... Ja, guck mal, wie scheiße das hier läuft, ey. Ich sag euch, ich darf keine Spades mehr nehmen. Zukünftig nur noch Hearts. Anders geht's hier nicht. Komm, hol dir bitte deine erste Karte für heute. Das ist doch nicht wahr jetzt. Hallo. Paar Erfolgserlebnisse auch mal für Frau Nigoya. Meine... Ey, jetzt hat der... Der schnappt mir ja gerade alles weg. Oh, Menno. Das ist voll... Mann. Ich wollte heute so einen schönen Spielabschluss haben. Und jetzt klappt... Ey, guck mal. Das ist voll verdrehte Welt hier. Das ist, als wäre er ich. Das läuft wie in der letzten Runde bei mir. Krieg ich den jetzt? Oder sticht... Ja, der König ist wenigstens bei mir gelandet. Wenigstens etwas. Ich verstehe halt den Wert der Karten auch nicht. Deswegen wäre so ein Zwischenstand, wie es hier gerade steht, halt extrem hilfreich. Wenn du einfach sehen würdest, wie der Punktestand ist. Weil daraus könntest du dann auch ableiten, ob du... Ob höherwertige Karten auch mit mehr Punkten verbunden sind. Ja, jetzt habe ich richtig die A-Karte. Jetzt habe ich nämlich nur noch meine schwachen Karten. Ich glaube, jetzt werde ich das erste Mal verlieren. Und das tut jetzt schon ein bisschen weh. Nämlich keinen Bock, neu zu laden. Aber... Boah, ey, vor allen Dingen kann ich aus dem Spiel heraus, glaube ich, gar nicht neu laden. Fällt mir gerade ein. Das ist gerade alles sehr, sehr
kompliziert, wie ich leider viel zu spät feststelle. Weil wenn ich von der PS3 aufnehme, dann muss ich auch mein ganzes Aufnahmeprogramm nochmal resetten. Das ist die einzige Konsole übrigens, weiß ich, wenn ich wieder zurück ins Menü gehe, die Auflösung und FPS-Zahl und alles verändert und ich Angst habe, dass mir das dann die Aufnahme hier crasht. Okay, jetzt habe ich schlechte Laune, danke. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen will, vor allen Dingen. Ich bin jetzt bei 55 Minuten Aufnahmezeit. Ist das alles bitter? Einfach mal Geld verloren. Oder kann ich jetzt hier neu laden? Ich hasse das so sehr an Spielen, wenn da sowas nicht geht, ey. Da ist man halt, man ist das halt aus den neueren Spielen gewöhnt, ne? Aber kann ich jetzt hier wirklich nicht einfach aufs Startmenü wieder zurück? Es geht tatsächlich nicht. Oder es gab doch mal, das war zu SNES-Zeiten, wenn du immer die ganzen Schultertasten alle gleichzeitig gedrückt hast. Das hat bei manchen Spielen geklappt, ey, 5000. Ey, aber jetzt für 2 Minuten auch nochmal neu aufnehmen. Nee, Leute, wisst ihr was? Ich mache das anders. Ich habe voll den guten Kompromiss jetzt für uns gefunden. Für mich und für euch hoffentlich auch. Denn ich gucke einfach mal, ich habe nämlich gar keine Ahnung, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Ob ich irgendwo ein Story-Event auslösen kann. Ich hoffe, wenn ich die Stadt verlasse. Und ich will auch mal auf die Weltkarte gehen, um zu gucken, ob wir da neue Dings hier haben, neue Orte eventuell. Das würde nämlich meine Frage auch schon beantworten. Mist. Hier ist ja alles beim Alten. Woher soll ich wissen, wo jetzt mein nächstes Ziel ist? Ich habe keine Ahnung, ich bin komplett lost. Aber ich kann immer noch mit der Prämisse im Hinterkopf, dass ich dann eh nochmal neu lade, um mein Geld wieder zu kriegen. Ah, hier passiert was. Gott sei Dank. Es war nicht alles umsonst. 16 Counselor. No, come on, hurry it up. Marshall, but it's just that I had no idea there was Zex in territory here. I don't need your excuses, you're useless. Now, where's that kid? Welches Kid suchen die? Suchen die uns? Hey, you, come here. Take me to a castle called Budehook. It's supposedly nearby. Yes, sir. I don't know such a castle. Naja, lügen werde ich nicht. Soll der doch mitkommen. Aber wenn der Scheiße baut, dann hauen wir den. So werden Probleme gelöst in Videospielen. Yes, sir. Good boy. Rede nicht mit uns, als wären wir dein Hund. Get over here, everyone. I found a guy to show us the way. Let's get going. Das ist so dumm, dass bei den Antwort-Auswahl-Optionen nicht mal irgendwie mit dabei war. Was wollt ihr da? Was geht euch das an? Ich bin der Chef. Was kann ich für euch tun oder so? Alright, boy. Take us to the castle quickly and don't get us lost, you hear? Yes, sir. Oh, der ist viel zu devot, der Thomas, ey. Es geht darum, deine neue Heimat zu beschützen, Thomas. Du bist verantwortlich für die Leute da. Krieg doch mal deinen kleinen Kinderhintern hoch und, weiß ich nicht, werd deiner Verantwortung gerecht. Dass aber auch niemand anders aus der Gruppe diese Frage mal stellt. Na gut, vielleicht haben die auch keine bösen Intentionen, auch wenn gerade alles dafür spricht. Ach, warte mal, in Ixay. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Auch wenn der Laufweg nervt, aber gehört halt dazu. War halt früher so, ne? Zwinker, zwinker. Auf jeden Fall gab es da hinten doch noch diesen einen Typen, der mit B anfängt. Mehr kann ich mir seit jeher nicht merken in dem Zusammenhang, aber vielleicht können wir jetzt in Chapter 2, vielleicht auch mit Nay im Schlepptau, auch wenn das gar keinen Sinn ergibt, hier irgendwas reißen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte man auch Gordon mitbringen müssen als Support-Charakter. Aber kann ein zugewiesener Support-Charakter Einfluss auf das haben, was Leute dazu bewegt, das ist glaube ich neu, sich uns anzuschließen? Ach nee, das ist gar nicht der Typ, den ich meinte. Nee, der steht da hinten. Oder? War der das? Ist das ein neuer? Nee, das ist... Ja, Barnes, genau. Look at those fields of the east, beautiful, I'm proud of those fields. Okay, na gut, das kennen wir schon.
Ich sag ja, so viel spannendes Neues hast du hier bisher in Chapter 2 noch nicht gehabt. Ich guck mal kurz beim Blacksmith vorbei. Das könnte zum Beispiel auch eine Neuerung sein, dass man jetzt vielleicht mehr upgraden kann. Aber auch hier kommen wir nicht vom Fleck. Okay. Also ich hoffe sehr, dass wir im Laufe von Chapter 2 neue Gebiete auch noch auskundschaften können. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt hier immer wieder die gleichen Wege abzulaufen und immer wieder an den gleichen Orten hier mein Glück zu versuchen. Ich erwarte sehnlichst den Moment, wo unsere Weltkarte sich anschickt, hier mal neue Ecken freizulegen. Aber vielleicht entführen die jetzt hier jemanden und hauen damit ab in irgendeine, keine Ahnung, in irgendeinen Wald im Norden, der neu ist. Und da folge ich dann gerne. Aber bitte tötet niemanden. So this is Budehook Castle, eh? Not a very typical castle. What do you expect? This land was left behind by those savages. Ich wette, wir kriegen jetzt Ärger, weil wir hier Geschäfte machen und der Hauptstadt potenzielle Händler und auch Kunden damit abluchsen oder so. Und die wollen jetzt vielleicht irgendwie Steuern haben oder uns in die Suppe spucken und unser Geschäft hier zerstören. Right now we need to find the master of this place. I think he was just appointed. Ja, dafür waren wir im Brass Castle seinerzeit. Thomas, Thomas! Thank goodness you're here. I received word that a Saxon council is coming to our castle. Er steht direkt neben dir. Oh, who is this person? Tja, Thomas, don't tell me. Oh doch. Oh, der arme Sebastian, der sieht immer so verzweifelt aus. Den will man doch einfach immer nur drücken. Was geht ab? I see what's going on. Is something the matter? It's rather obvious why your castle looks so run down. You're out in the middle of nowhere. Don't you have trouble with savages attacking you here? Noch nicht. By savages, you mean grasslanders, don't you? How dare you? I don't appreciate being talked down to by some lazy bureaucrat. Maybe I should show you how savage I am, Ormartha. Füße stillhalten. What? Now that you mention it, you do look like a grassland barbarian. That could only mean not only are you carrying out business without proper approval of the council, you're also allowing savages to profit from it. This is shocking indeed. Oh, der freut sich richtig, ne? Der hat das Haar in der Suppe gesucht und ist fündig geworden. So ein richtiger Drecksack-Ekelpaket. Please stop referring to them as savages. We have a mixed community at our castle. This land is held commonly by Grassland and the Saxon Federation. Everyone is equal here. I understand that's an arrangement here, but... Yes, it is. So could I trouble you to leave us be? Jawohl, gib's ihm. No, I can't. Your arrangement is over a decade old. Meanwhile, you've received funding from us, so we have certain rights and rules that must be obeyed. Huh. What you call funding wouldn't shoe a horse, let alone support an entire community. We've been forced to find income. Na, Vertrag ist Vertrag, ne? Darauf wird er sich jetzt wahrscheinlich trotzdem berufen können, egal wie unfair wir das finden. What did you say? You hurt me. Don't mind her. You're right. You are right indeed. Ich glaube, er hat die Situation gut erkannt und eingeschätzt. Well then, by authority of the council, I hereby give notice. Any business carried out here that is not controlled by the guild is subject to the laws of the Saxon. All business is to cease and business establishments are to be closed immediately. This order is also retroactive to all businesses previously established. What do you mean by retroactive? Dass wir alles rückgängig machen müssen. It seems that you've been carrying out unauthorized business on Saxon territory for some time. Therefore, no business will be exempt from closure.
Yeah, you have no right to do this. Our document is valid and proves this is common land. You'd be sentencing everyone to death. We'd have no way to go on. The castle would fall into ruin. Aber vielleicht will er genau das, muss man leider so sagen. Saxon laws don't apply here. Well, well, not only is the master of the castle not a Saxon citizen, but he also thinks he's above the law. You may cause a lot of trouble for your father by being such a spoiled brat. As you are his illegitimate child, your mere presence here is putting him in a tenuous position. Well, scheiß drauf, Thomas, was er sagt, da will ich nur verunsichern. Du hast genau das Richtige gesagt. Thomas. Oh, aber er ist halt auch noch so jung, ne? Ist klar, dass er sich davon runterzieht. Wobei das auch wahrscheinlich einen Erwachsenen irgendwo treffen würde, solche Worte. Okay, ihr Lieben, ich werde jetzt an dieser Stelle einen Break machen. Der droht uns jetzt hier nochmal schön zum Abschluss. Ich bin jetzt bei 1 Stunde 5 Minuten. Ich glaube, die Folge heute könnte ein bisschen Überlänge haben. Und damit endet heute auch meine Session. Ich werde das letzte Spiel nochmal neu laden. Wir werden, nachdem wir mit diesem Dialog hier fertig sind, uns wieder mit klingelnder Kasse vorfinden. Und ich werde nach diesem Gespräch nochmal speichern gehen. Das ist mein Plan fürs nächste Mal. Und dann den Billy nochmal herausfordern im Kartenspiel mit dem höchsten Einsatz. Und ich hoffe, dass der Counselor uns am Ende noch eine Info geben wird, wo wir als nächstes hin sollen. Denn die Situation sieht nicht gut aus. Ich habe keine Ahnung, wie wir da unseren Kopf aus der Schlinge ziehen sollen. Aber Thomas und den anderen wird dazu hoffentlich irgendwas einfallen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.